So, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil für die Sternzeichen, die absolut nicht zusammenpassen. No-Go sind Krebs mit Schütze. Beim Krebs möchte der wilde Schütze am liebsten alles gleich umkrempeln. Wirkungsvoll wie ein Orkan. Zunächst stört das den Krebs nicht, aber seine sensible Art hält das nicht lange aus und Panik breitet sich bei ihm aus. Der soziale Schütze hält ihn in Trab, aber der Krebs braucht Ruhe und die Zweisamkeit seines Partners. Beide, Krebs und Schütze, haben unterschiedliche Ziele und völlig entgegengesetzte Wünsche. Der Schütze ist ein Draufgänger und lässt sich nicht festhalten. Ist es ihm langweilig, schaut er sich auch einmal nach einem anderen Geschlecht um. Der Unterschied bei beiden ist, dass der Krebs für die Zukunft lebt und der Schütze für das Hier und Heute. Trübe Aussichten für eine gute, funktionierende Partnerschaft. No-Go sind Löwe mit Fisch. Der königliche Löwe und der verträumte Fisch, sie passen keineswegs zusammen. Der Fisch neigt auch mal zu einer depressiven Phase und das nimmt ihm der Löwe persönlich sehr übel und es geht ihm gehörig gegen den Strich. Es macht ihn wahnsinnig. Sie sind zu unterschiedlich und ihre Stimmungen sind ihnen suspekt und lästig. Der Fisch neigt wie der Löwe dazu, lieber zu empfangen als zu geben. Zunächst ziehen sie sich an, was aber bald zu Explosionen führt. Während der Fisch beleidigt schmollt, verbietet sich der Löwe hoheitsvoll nachzugeben. Ihre Begegnungen sind schwierig, vor allem in der Partnerschaft. Und jetzt das No-Go, Jungfrau mit Waage. Die Jungfrau und die Waage können in keiner Beziehung miteinander leben. Die Jungfrau will klare Zusagen, während die Waage sich nicht festlegen will. Das macht die Jungfrau zickig und sie ist frustriert. Sie sind zu unterschiedlich, bereits schon in den grundsätzlichen Dingen. Die Jungfrau ist praktisch und plant ihr Leben sorgfältig und durchdacht. Dagegen sieht die Waage alles viel entspannter und macht sich nicht so viele Gedanken. Für sie ist das äußere Erscheinungsbild sehr wichtig und sie legt großen Wert auf Kleidung und schöne Dinge. Die Konstellationen der Waage zur Jungfrau passen schon in ihrer Zuordnung nicht zusammen. Indem die Jungfrau analysiert, aber nicht gleich entscheidet, wägt die Waage ab, prüft und entscheidet sich ebenfalls nicht. Es wäre einem Wunder gleich, würden beide zu einer Partnerschaft finden. Allerdings, und das trifft auf alle Sternzeichen zu, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das waren sie, die Sternzeichen, die absolut nicht zusammenpassen. Ich wünsche euch eine glückliche Wahl in eurer Partnerschaft und ein glückliches und erfülltes Leben in Liebe. Eure Deria.